Was ist es jetzt auf einmal, was Leute wie Herrn Lauterbach oder Eckart von Hirschhausen so besessen macht bei diesem Thema Hitze und Hitzeschutz? Und damit sanfte Grüße, meine Freunde des kritischen Denkens. Und versteht mich nicht falsch. Grundsätzlich finde ich gesundheitliche Aufklärung sehr gut. Ich habe selber ja meinen YouTube-Kanal dazu betrieben, wo ich auch über viele, viele Dinge aus diesem Bereich ja, berichtet habe. Vor allem, wenn man zum Beispiel darüber reden kann, dass man durch Sport und körperliche Aktivität halt eben ein gesundheitsbewussteres Leben führen kann und so weiter. Aber diese Besessenheit, mit der sich jetzt Leute auf dieses Hitzethema schmeißen und wie sie das angehen, das macht mich immer stutziger. Und ich habe da so eine kleine Theorie, ja, die ich euch am Ende des Videos teilen möchte, weswegen ich glaube, warum gerade so viel Drama um die Hitze gemacht wird. Aber erstmal zu den Fakten. Ja, ich meine, über Lauterbach habe ich ja bereits zwei Videos dazu gemacht und dazu, dass er gesagt hat, man müsse im Zweifel halt auch darüber nachdenken, Großveranstaltungen und Sportevents bei Hitzewellen zu verbieten. Aber es gibt doch einen anderen Mann namens Eckart von Hirschhausen. Einige von euch werden ihn noch aus pandemischen Zeiten kennen. Spätestens dort war er auch zahlreich in Talkshows und so ja, zu sehen. Und hier hat er zum Beispiel auch solche Videos gemacht und immer wieder erklärt, er ist sogar ein Hitzehasser, also er hasst Hitze. Und bei der letzten großen Hitzewelle starben 70.000 Menschen in Europa. Und es gibt auch so Videos und so von Eckart von Hirschhausen aus dem Fernsehen, von seinem YouTube-Kanal, wie er so erklärt, ja, was mit einem Gehirn passiert, wenn es zu heiß wird und warum so wichtig ist, Hitzeschutz und so zu betreiben. Und nicht nur Eckart von Hirschhausen und auch der Karl Lauterbach machen hier richtig Alarm, sondern es gibt auch immer mehr Institutionen, mit denen auch jemand wie zum Beispiel Eckart von Hirschhausen zusammenarbeitet. Beispielsweise diese Health for Future, ja, und Klug, ne, die Deutsche Allianz für Klimawandel und Gesundheit. Diese hat unter anderem auch ähnliche Sponsoren wie nämlich die Stiftung von Eckart von Hirschhausen. Ihr seht jetzt hier, das ist die Klug, ne, Deutsche Allianz Klimawandel Gesundheit. Und das hier, gesunde Erde, gesunde Menschen, das ist die private Stiftung von Eckart von Hirschhausen. Ja, Klimaschutz ist Gesundheitsschutz. Und wenn wir jetzt noch mal kurz hier hingehen, ne, mit Hitze keine Witze und so, sieht man so ein bisschen, wie hier die Aufklärung und so weiter betrieben wird. Wie gesagt, alles gut, gar kein Problem. Aber so ein bisschen kritisch wird es dann, wenn wir jetzt uns mal ihren Instagram-Kanal anschauen und sehen, ja, also diese Allianz Klimawandel und Gesundheit geht halt voll auf dieses Hitzethema ab, überall mit extrem dramatisierenden Beiträgen, ja, mit Hitze keine Witze, Lebensgefahr bei Hitzewellen, alle paar Tage kommt hier was, ne, ich schütze mich vor Gefahr durch Hitze, wir schützen uns vor Gefahr durch Hitze, indem wir aufeinander achten, ja, ältere, alleinstehende Menschen sind bei Hitzefällen besonders gefährdet, indem ich mich über Trinkbrunnen und kühle Orte in meiner Umgebung schlau mache und andere informiere. Also Leute, wenn ihr irgendwo an der Bushaltestelle steht in Deutschland und es ist heiß, ja, bitte informiert auch alle anderen Leute, wo sie das nächste Wasser trinken können, weil ihr müsst wissen, die meisten Menschen, die sind nicht fähig dazu, selber auf den Wetterbericht zu schauen oder selber einzuschätzen, dass es gerade draußen heiß ist und dass man vielleicht ein bisschen was zu trinken mitnehmen sollte. Ja? Und auch das wäre alles in allem jetzt noch nicht in irgendeiner Art und Weise grenzwertig und so. Grenzwertig finde ich, wird es meiner Meinung dann, wenn man eben mit dieser Panik anfängt, die Leute in so einen Modus zu versetzen, dass sie wieder rund um die Uhr das haben, was wir bereits jetzt 2,5 lange Jahre hatten und worauf keiner mehr Lust hat, nämlich eine ständige Bevormundung und Ermahnung, ja, die komplett willkürlich ist. Weil ich meine, wenn jetzt zum Beispiel 20.000 Menschen sterben in einem gewissen Zeitraum durch Hitzeschlag oder durch allgemein andere Symptome, die durch Hitze entstehen, dann ist es natürlich eine Sache, die sehr schade ist. Aber genauso könnte man sich ja auch den Verkehr raussuchen, ja, oder beispielsweise den Body Mass Index oder irgendwelche anderen Dinge und könnte dann hier anfangen zu sagen, hey, komm, wir machen jetzt eine
Krebsschutzkampagne oder wir machen jetzt eine Unfallschutzkampagne. Ja, überall, wo du bist, überall wird überall nur noch ermahnt, du sollst keine Unfälle machen, du sollst im Verkehr aufpassen und so. Also dieses Rausgreifen der Hitze ist völlig willkürlich, aber vielleicht nicht ganz willkürlich, weil wisst ihr, was das Interessante ist bei Hitze? Und ich habe mir überlegt, was ist eigentlich der Unterschied bei gesundheitlichen Gefahren? Ja, also zum Beispiel auch, man könnte ja sagen, was ist die gesundheitliche Gefahr durch mangelnde Bewegung? Zum Beispiel, dass halt man an Muskelmasse verliert jedes Jahr. Jedes Jahr, so vor allem ab dem 30. Lebensjahr bei uns Männern, auch hormonell gesehen, ne? Und jedes Jahr verliert man 1 bis 2% seiner Muskelmasse, wenn man nicht aktiv trainiert. Warum gibt es nicht überall diese Ermahnungen, dass man sich bewegen soll und so weiter? Nun ja, weil das ein sehr individuelles Thema ist. Und Hitze betrifft aber alle, ja? Einen hohen BMI haben zwar viele, aber nicht alle. Ja, und deswegen Hitze, das betrifft alle und deswegen ist das so ein brisantes und interessantes Thema, was man auch so wunderbar mit dem Klimathema und so verbinden kann. Und wie man auch hier sieht, ja, wenn man sich jetzt die einzelnen Stiftungen und die Sponsoren hinter der Stiftung von Hirschhausen anschaut, dann sieht man hier beispielsweise, da haben wir einmal hier die Mercator-Stiftung, die ja auch zum Beispiel bei der Agora zu sehen ist oder auch beim Klug-Institut. Und die haben jetzt beispielsweise vom 01.01.2022 bis 31.12.2023 schon 780.000 Euro bewilligt an diese Stiftung, ja, damit Herr Hirschhausen uns vor Hitze warnen kann und so. Und natürlich auch mit dabei, tada, die Bill and Melinda Gates Foundation, die sogar noch mehr gespendet hat, nämlich einmal im Mai 2022 400.000 Dollar und im März 2021 sogar ganze 1,4 Millionen Dollar. Ja? Und das ist natürlich kein Geld, was sich jetzt ein Herr Hirschhausen einfach so einstecken kann. Ja? Deswegen gibt es ja auch auf der Seite dann so Transparenzhinweise, wo sie sagen so, ja, also allgemein ist es so, dass sozusagen, oh, kein Internet hier mal wieder, ne? Dass alles ganz transparent ausgelegt ist und Herr Hirschhausen damit kein Geld verdient und so weiter, jedenfalls nicht direkt natürlich, ja. Aber meiner Meinung nach gibt es, und das ist jetzt keine Unterstellung an Herrn Hirschhausen direkt oder auch an Herrn Lauterbach oder so, aber meiner Meinung nach gibt es eine interessante Statistik, die uns sehr hohen Aufschluss darüber gibt, woher hier das ganze Thema kommt. Und diese habe ich hier einfach bei Google Trends gesucht. Und zwar, wenn ich einfach mal Eckart von Hirschhausen bei Google Trends suche, dann sehe ich nämlich, dass das öffentliche Interesse an Eckart von Hirschhausen gar nicht so hoch ist, wie man vielleicht denkt, weil er irgendwie während der Pandemiezeit häufig im Fernsehen war, sondern dass dieses Interesse an dieser Person sehr stark gesunken ist in den letzten Jahren. Weil bei Google Trends sehen wir, ja, dass beispielsweise das öffentliche Interesse hier von Hirschhausen, er wurde so 2004 anscheinend so entdeckt nach und nach und dann seht ihr hier, ne, dass dann gab es immer mehr Suchabfragen bei Google und er wurde immer berühmter und den Hochpunkt seiner quasi Berühmtheit, den er in Deutschland hatte, war so 2009. Ich kann mich auch noch erinnern an die ganzen Bücher und so, die Leber wächst mit ihren Aufgaben und so, das waren glaube ich alles so Millionen Bestseller wahrscheinlich, ja. Aber seitdem, wenn ihr seht, gibt es immer mal wieder so einzelne Spitzen, aber insgesamt ist der Trend halt einfach abflauend, geht nach unten, ja. Und ich glaube, oder das ist halt auch jetzt auch wieder keine wilde Theorie oder so, sondern es ist doch völlig normal, wenn du jetzt mal dieses ganze Thema aus einer persönlichen, beruflichen Warte heraus betrachtest. Und du hast jetzt in den letzten 2,5 Jahren nochmal so eine richtige Relevanz bekommen in den Medien und so. Und das geht nicht nur für den, das geht für alle beispielsweise so Pandemiologen und alle möglichen anderen Leute, die in den letzten 2,5 Jahren einfach auf einmal einen gewaltigen Boost bekommen haben in ihrer Relevanz, in ihrer öffentlichen Nachfrage, in ihrer Reichweite, in ihrer Karriere. Ne? Das macht natürlich für einen Menschen extrem viel aus. Auf einmal kennt dich jeder, auf einmal bist du anerkannt, auf einmal, wenn du ein Buch schreibst, ja, du wirst tausendfach dieses Buch verkaufen, die Leute rennen dir alle hinterher und wollen dich einladen und so. Das ist natürlich, das macht etwas mit einem. Ja? Das geht nicht einfach so spurlos an einem vorbei.
Aber die Pandemie geht irgendwann vorbei. Und dann interessieren sich die Leute nicht mehr für dich auf einmal. Auf einmal sind wieder andere Themen wichtig. Auf einmal wollen die Leute eigentlich nichts mehr so wirklich von dir wissen. Sie haben genug von dir gehört, was dieses Thema angeht. Und jetzt musst du irgendwie natürlich, wenn du aus deiner karrieretechnischen Sicht überlegst, musst du jetzt irgendwie überlegen, oh weia, was mache ich jetzt, ja? Auf einmal bin ich nicht mehr so relevant, ja? Ich könnte jetzt einfach damit umgehen und einfach sagen, na gut, ist halt so. Dann gehe ich wieder einfach zurück, da wo ich vorher war, mache wieder meine medizinischen Dinge und so. Oder du sagst dir, naja, ich könnte ja auch einfach irgendein anderes Thema nehmen, um in der Öffentlichkeit zu bleiben, um maximal relevant zu bleiben. Und ein grundsätzlicher Konflikt natürlich auch von solchen Stiftungen ist natürlich, dass die öffentliche Relevanz einerseits und auch die Spendenaktivität oder auch die Spendenbereitschaft andererseits natürlich immer so ein bisschen mit der Dramatik zusammenhängt, mit der man auf dieses Problem hinweist. Ja? Also niemand, der so eine Stiftung gründet, wird ja nennenswert Spendengelder und Sponsoren und so anziehen, wenn er sagt, ja, ich mache jetzt hier mal so eine Stiftung, einfach mal so nebenher, ist aber jetzt nicht so ein insgesamt so ein wichtiges Thema, sondern einfach nur so, wär cool, wenn ihr helft. So, das klingt halt nicht sehr motivierend. Da werden halt nicht viele Leute spenden. Wenn du aber maximal Alarm machst und sagst, oh mein Gott, das wird das nächste große Ding und jetzt müssen wir diesen Plan machen und wir brauchen eine Interventionskaskade. Ja? Versteht ihr, was ich meine? Und nochmal, ich habe nichts dagegen. Macht von mir aus so viele Programme, wie ihr wollt. Aber hört auf mit dieser Panikmache. Und zweitens, es steht weder dem Gesundheitsminister noch irgendwelchen anderen Menschen zu, ob irgendwie eine Sportveranstaltung stattfindet und Menschen aus freiwilligen Stücken sich entscheiden, auch dorthin zu gehen. Und ja, auch bei Hitze. Wenn ich unbedingt bei 40 Grad hier auf Mallorca Tennis spielen gehen will, weil ich nun mal so hohl bin und selber dieses Risiko nicht einfach nicht wahrnehmen will oder mich bewusst dafür entscheide, dieses Risiko einzugehen, dann ist das meine eigene Entscheidung. Und da hat kein Gesundheitsminister mir reinzureden und zu sagen, hey, nö, wir müssen dich schützen, auch vor dir selbst, ja, weil dann kannst du das auf alle anderen Themen auch anwenden. Da kannst du auch sagen, okay, dann verbiete mir auch Salz zu essen, mehr als 10 Gramm am Tag. Verbiete mir auch Kohlenhydrate mehr als 100 Gramm. Verbiete mir auch Zucker, verbiete mir auch Chips, verbiete mir auch Alkohol, weil das ist genauso zu meinem Eigenschutz. Versteht ihr? Du kannst es willkürlich auf jedes Thema anwenden. Und deswegen nochmal, das steht denen einfach nicht zu, hier dann irgendwelche Interventionskaskaden zu machen und dann in das private Leben wieder dieser Menschen einzugreifen. Ganz einfach.